funktionierendes Energiewirtschaftssystem. Ne? In einem funktionierenden Energiewirtschaftssystem gibt es natürlich keine Säue, die zu schlachten sind. Wenn die Bedingungen Versorgungssicherheit, technische Sicherheit und kostengünstiger Preis erfüllt werden. Also in einem marktwirtschaftlichen System gibt es keine Sau zu schlachten. Und solange wir nichts Besseres haben als Kernenergie, solange wir nichts Besseres haben, das diese Bedingungen erfüllt, haben wir da nichts zu schlachten. Und ich bitte darum, dass wir zurück zur Marktwirtschaft kommen und das, was besser sein soll, sich am Markt bewährt. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und über Monate voraus buchbar. Und dann sind wir marktfähig. Und nicht die Speicher soll die Gesellschaft bauen und die Betreiber der sogenannten Erneuerbaren verdienen sich dumm und dämlich an der Einspeisevergütung, die den Strompreis inzwischen verdoppelt hat. Das ist kein Markt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich möchte, dass die Wirtschaft funktioniert. Und dazu gehört eben das Elektrizitätsversorgungssystem dazu.